shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder und heute habe ich einen richtig geilen neuen Glitch für euch am Start, und zwar wie ihr im Apartment schießen könnt. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch in diesem Video. Der Lurchi Nummer 1 hat mir dabei geholfen. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung und natürlich in der Abo-Box. Schaut auf jeden Fall vorbei, macht auch richtig geile Videos. Und dann fangen wir am besten gleich mal an. Als allererstes empfehle ich euch erstmal die Optionen zu kontrollieren. Also da geht es ja auf Start, Online, Optionen, und dann geht es ja darunter auf, wo haben wir es denn? Da, auf Spielersuche. Und dort muss geschlossen stehen. Wir haben es ein paar Mal probiert, es hat nie geklappt, deswegen habe ich jetzt auch mal kurz den Charakter gewechselt. Weil wenn es auf offen steht, dann funktioniert es nicht. Also ja, dann spawnt ihr irgendwo falsch. Danach ruft ihr Lester an, wie ich das jetzt gerade mache. Und schaut, ob ihr noch irgendeinen offenen Raubüberfall habt. Und wenn ihr das habt, dann tut ihr den einfach mit abbrechen, mit X bestätigen. Und danach begebt ihr euch in den Planungsraum, wo ihr die Raubüberfälle starten könnt. So sieht es dann aus. Danach müsst ihr den zweiten Heist starten, also den Gefängnisausbruch. Der befindet sich hier. Dann mit X bestätigen. Dann kommt der Ladebildschirm. Und sobald ihr dann in dem Auswahlmenü seid, wo ihr dann die Spieler einladen könnt, wie hier, dann könnt ihr einfach mit Kreis den Job wieder verlassen, dann packt es nur einmal kurz rum und dann habt ihr links oben im Eck folgende Option. Also erstmal an der Planungstafel fehlt einiges, das ist natürlich alles richtig, und dann steht oben dran, drückt das D-Pad nach rechts, um den Raubüberfall als Anführer zu starten, und wenn ihr nach links drückt, als Crewmitglied beizutreten, und dann drückt ihr jetzt einmal nach links und dann wartet ihr so 2 bis 3 Sekunden und drückt dann nach rechts, um den Raubüberfall als Anführer zu starten, und dann kommt dieses Bild. Und das müsst ihr dann mit Kreis abbrechen. Und danach habt ihr wieder links oben im Eck das Auswahlmenü. Und wenn ihr jetzt nach links drückt, dürfte nichts passieren, dann wisst ihr zumindest mal, bis hierhin hat alles geklappt. Danach verschwindet das Auswahlmenü oben links, wie ihr seht. Und dann müsst ihr einfach nur kurz warten, bis es wieder auftaucht. Man kann das auch ein bisschen länger dauern, keine Panik, es wird auf jeden Fall wieder kommen. Ja, dann bleibt es einfach mal kurz so stehen, bis es oben wieder kommt. So. Und jetzt drückt ihr das D-Pad nach links, um den Raubüberfall als Crewmitglied zu starten. So, dann kommt der Ladebildschirm. Und wenn alles richtig war, dann seid ihr alleine hier in dem Auswahlmenü. Und dann tut das mit Kreis beenden, dann noch mit X bestätigen. Und dann kommt ihr wieder zurück, wie in meinem Fall, in irgendeinem Apartment. Also so war es jetzt bei mir, das Richards Majestics oder wie das heißt. Das habe ich noch nie besessen, besitze es immer noch nicht. Aber ich bin jetzt in dem Apartment gespawnt. Aus irgendeinem Grund. Und jetzt kann ich auch die Waffen ziehen. Also, ihr dürft es nicht falsch verstehen, es ist nicht euer eigenes Apartment. Das heißt, wenn ihr in diesem Modus seid, könnt ihr keine anderen Spieler mehr in euer Apartment einladen. Ihr könnt auch keine Getränke da, wo auf den Küchentischen steht, zu euch nehmen. Ihr könnt keinen Fernseher schauen. Also ihr könnt nur das Fernrohr und das Internet dort am Laptop benutzen. Also ihr könnt eigentlich keinem Spieler wirklich Schaden anrichten. Deswegen habe ich ihn auch hochgeladen, weil es kein Abfuck-Glitch ist. Aber er ist halt einfach mal geil, einfach in einem Apartment. Es ist zwar nicht euers, es sieht zwar wahrscheinlich aus wie euers, aber ihr könnt da eigentlich keinen Scheiß bauen. Aber ich finde es geil, dass man im Apartment quasi die Waffen benutzen kann. Und das war es eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Würde mich freuen. Und dann abonnieren natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn euch das Video so gut gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden. Also das würde mir echt weiterhelfen, um noch größer zu werden mit meinem Kanal. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.